Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Bling! Ja, so klingt das, wenn mein Zocki-Sim klingelt. Vor allem dann, wenn ich mir die vielen großartigen Easy-Platin-Spiele raussuche, um mir innerhalb von 5 Minuten Trophäen zu holen. Und was natürlich noch schöner ist, als sich bei einem Spiel eine Platin-Trophy zu holen in 5 Minuten, ist sich bei einem Spiel 5 Platin-Trophies zu holen in jeweils 5 Minuten. Denn es gibt eine tolle Erfindung, die sogenannten Stacks. Man kann dasselbe Spiel in der amerikanischen, europäischen, asiatischen Version spielen und teilweise sogar noch einmal Bonus-Trophies sammeln, wenn man das Ganze dann physisch vorliegen hat. Und ja, das ist ein wahnsinnig gemeines und auch deswegen erfolgreiches Geschäftsmodell von East Asia Soft und Play Asia. Denn die bringen immer wieder gerne limitierte exklusive Editionen mit geringen Auflagen, um die Trophäenjäger wie mich einfach zum Klingeln zu bringen. Und eines von diesen Spielen ist Sense, a Cyberpunk Story. Ein Spiel übrigens, wo mein Zocki-Sinn vielleicht sich ein bisschen verklingelt hat. Auf den ersten Gedanken dürfte ich das mit irgendetwas verwechselt haben und hatte im Kopf abgespeichert, dass es sich dabei um eine 5 Minuten lange Platin-Trophy handelt von irgendeinem kleinen Visual Novel. Aber in Wirklichkeit ist das ein Rollenspiel, das zweite Cyberpunk-Spiel, das eigentlich 2020 rauskommen hätte sollen, aber egal, ich habe es noch nicht gespielt, ich kann zumindest so viel sagen, das Bessere von den 2 Cyberpunk-Spielen, die 2020 rauskommen sollten, zumindest auf der PS4. Aber im Endeffekt haben wir hier kein Visual Novel vor uns, sondern tatsächlich ein RPG, bei dem die Platin-Time auf PSN Profiles mit ca. 12 Stunden angegeben wird und man muss das Teil halt blöderweise mehrfach durchspielen. Aber hier in dieser physischen Version bekommen wir, finde ich, ein wunderschönes gezeichnetes Cover-Artwork. Ich mag auch irgendwie so diese Art, dass der Vordergrund und Hintergrund irgendwie mit verschiedenen Zeichenstilen dargestellt wird. Natürlich eben auch die Tatsache, dass dann, dieses Front-Cover-Artwork noch sich dann hier sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite dann hier auf den Spine fortsetzt. Das ist absolut wunderschön und wir dann eben hier auch einen sehr, sehr coolen, ein sehr, sehr cooles Hintergrunddesign hat, wo ich mir echt denke, also ganz ehrlich, die Kleidung in der Zeit ist vielleicht irgendwie für so eine Cyberpunk-Postapokalypse nicht unbedingt perfekt geeignet. Aber wir bekommen natürlich eben bei dem Spiel auch eine englische Sprachfassung mit an Bord. Außerdem ist das Ganze hier auf dem Backcover mit so einem Hologrammsticker durchnummeriert und wir können recht einfach und ohne Angst haben zu müssen, weil man dankenswerterweise hier oben beim Öffnen auf diese nervigen Laschen verzichtet hat bei PlayAsia schon seit einiger Zeit, sodass man das Ganze hier wirklich öffnen kann, ohne sich vor etwaigen Schäden fürchten zu müssen. Dann finden wir hier im Inneren einige Inhalte. Ich hatte die Box tatsächlich vor diesem Video noch nie offen. Und deswegen sind die einzelnen Inhalte hier noch verpackt. Übrigens, wir haben hier die Nummer 254 von 800 Stück. Die PS Vita-Version übrigens von diesem Spiel, die einige Zeit früher erschienen ist, ist relativ flott ausverkauft gewesen und ruft jetzt auf eBay Wahnsinnspreise auf. Die PS4-Version ist zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video mache, noch nicht ausverkauft. Allerdings hat East Asia Soft auf Facebook bereits bekannt gegeben, Achtung, Achtung, es gibt nur mehr 50 Stück davon. Also falls jetzt jemand dieses Sammlungsupdate sieht und mit einem Kauf von diesem bei diesem Titel quasi mit einem Kauf geliebäugelt hat, würde ich dieses Liebäugeln in ein Mausklicken verwandeln und das Ganze so schnell wie möglich einsacken, damit euch eben nicht das passiert, was mir letzte Woche bei den neuen Vita Pre-Orders passiert ist und ihr einfach zu fucking spät dran seid. Aber wir können jetzt gleich einmal, während ich da im Hintergrund noch die CD auspacke, die natürlich ebenfalls separat noch einmal eingeschweißt ist, dass das Ganze wirklich ohne irgendwelche Kratzer, Däpscher oder sonstige Sachen ankommen kann, einmal auf die einzelnen Artworks blicken. Da sehen wir die Ladies vom Backcover noch einmal in einer anderen Position, haben dann eben außerdem hier oben noch ein weiteres Bild, ein finde ich ebenfalls sehr schickes
Cover Artwork für dieses Keep Case und dann, hoppala, auf dem Backcover ebenfalls ein neu gestaltetes eigenes Backcover mit einem recht coolen Design, mit ein paar Screenshots aus dem Spiel, wo man natürlich auch erkennt, warum ich auf die Idee gekommen bin. Es könnte ein Visual Novel sein. Ist es wahrscheinlich zu einem gewissen Teil auch, aber halt jetzt nicht das Klassische, das wir kennen, wo wir uns in 5 Minuten durch den Text skippen. Aber wir schauen einmal ins Innere. Da wartet einerseits das Bild vom Backcover der Box und andererseits das Bild vom Backcover des Keepcases noch einmal als Innendesign auf uns. Außerdem haben wir das Frontcover der Box hier noch einmal als Disc Artwork. Finde ich ebenfalls wieder mal eine sehr, sehr hübsch gestaltete Verpackung. Außerdem hier noch einmal das Frontcover vom Keepcase, auch auf dem Manual vorne drauf. Wir finden hier dann ein paar allgemeine Informationen rund um dieses Spiel. Noch einmal eben das durchgehende Artwork, das finde ich sehr, sehr schön ist. Im Inneren die ganzen Trophies, die wir verdienen können in dem Spiel und noch eine sehr schöne Zeichnung. Ich nehme an, so wie dieses Ding aufgebaut ist, sehen wir das ja tatsächlich auch noch einmal hier auf dem CD-Keep-Case, Jewel-Case, was ich wirklich großartig finde. Auch hier ein sehr schön aufgeteiltes Motiv, 16 Tracks, umfasst der Soundtrack, der hier eben mit dabei ist. Gefällt mir persönlich sehr gut. Im Inneren wartet dann hier einerseits natürlich der zweite Teil von dem durchgehenden Motiv, sehr schön gemacht, eben auch mit dieser Geistererscheinung. Ja, das war auch aufgelegt. Und im Inneren haben wir dann auf der rechten Seite die CD noch einmal mit diesem Motiv drauf, das mir ebenfalls nach wie vor gut gefällt. Und darunter wartet dann noch einmal das Backcover vom Keepcase. Ja, wir haben wieder mal eine Version mit recht gemütlichem Materialrecycling an der Stelle, aber trotzdem ist es, finde ich, eine liebevoll gemachte, wunderschöne Veröffentlichung, auch eben mit den typischen Vorkehrungen hier, dass eben sowohl beim Versand und beim Transport einfach keinem der verschiedenen Inhalte irgendwie etwas passieren kann, weil alles einfach absolut perfekt hier in seiner Position gehalten wird. Das ist etwas, das diese Releases, finde ich, absolut auszeichnet. Dass man sich da wirklich keine Sorgen wegen etwaigen Schäden machen muss. Das Einzige, worauf man in dem Fall aufpassen muss, es ist die Box fast einen halben bis ganzen, aber Millimeter größer als ihr Inhalt in dem Fall, weswegen man natürlich einerseits gut das recht leicht reinschieben kann, aber man aufpassen sollte, dass man nicht zu viel Druck auf die Box ausübt, weil man sonst vielleicht eben etwas eindäpscht oder einquetscht. Man, das war die Box, nicht ich. Ist aber, finde ich, ein wirklich schöner Release von einem Spiel, das mich ehrlich gesagt durchaus interessieren könnte.